Hallo und herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal. Ich habe den Kanal etwas brach liegen lassen und habe mir jetzt gedacht, da ich jetzt wieder etwas mehr Zeit habe, doch mal wieder einfach mal was hochzuladen und in diesem Zuge auch gleich mein Stapel der Schande abzuarbeiten. Ich schaffe nämlich unglaublich viele Spiele an, wie jeder, glaube ich, auch oder wie viele. Und arbeite sie einfach nicht, arbeite sie, spiele sie einfach nicht. Und zu diesem Zweck habe ich mir dann erstmal eins rausgesucht, was ich wirklich irgendwann mal auf dem Grabbeltisch gefunden habe. Da dachte, das erinnert mich so ein bisschen an Monkey Island und deswegen musste ich das unbedingt haben. Hat auch nur 2,99 € gekostet und es heißt Ghost Pirates of Voodoo Island. Ich hoffe, die Kamera fokussiert das jetzt an. Na, das sieht dann so aus. Tatsächlich ist das Spiel so alt, also beziehungsweise ich habe gar nicht nachgeguckt, von wann das Spiel ist, aber ich kriege das nicht über die CD zum Laufen. Irgendwie sind zwischenzeitlich mal vielleicht Updates oder so rausgekommen. Auf jeden Fall funktioniert das nicht und deswegen musste ich mir das nochmal über Steam holen. Aber das heißt, ich habe es zweimal bezahlt. Aber egal, Hauptsache ich habe es jetzt und freigegeben ab 6. Und uns erwartet hier, ist ein Point-and-Click-Adventure. Und ich stehe lustigerweise, achso, Altersempfehlung ab 12 Jahren, aber bei uns in Deutschland USK 6. Wir brauchen hier eine gute Kombinationsangabe, ne? Also wie Point-and-Click-Adventures halt nun mal so funktionieren. Ein bisschen Geduld und uns erwartet sehr viel Humor. Außerdem haben wir hier einen Angriff auf die Lachmuskel mit liebevoll handgezeichneter Spielwelt aus der Feder von Bill Tiller. Müsste man nachschauen, wer das ist, ich weiß es nicht. Kombiniere die Fähigkeiten der drei spielbaren Hauptcharaktere, drei, um die Piraten auszutricksen. Wechsle zwischen Geister- und Menschengestalt und verwende außergewöhnliche Voodoo-Magie, um geheimnisvolle Rätsel zu lösen. Triff ein Ensemble schaurig lustiger Charaktere. Also eigentlich genau mein Ding. Ich liebe es schaurig, ich liebe es lustig. Und von daher hoffe ich, dass mir das Spiel Spaß macht. Ich erwarte keine zu große Grafik, das sieht man jetzt hier auch schon. Also mir ist es auch nicht möglich, einen kompletten Vollbild zu gehen. Ich habe immer oben diesen kleinen Rand. Ich habe aber gerade schon mal das angefangen, die Anfangssequenz durchzulaufen. Und da war die Musik extremst laut. Deswegen stelle ich die jetzt erstmal ein bisschen runter. Ich mache auch die Sprache mal ein Tuckerchen runter und die Effekte mache ich auch mal ein bisschen runter. Ich glaube, so ist okay. Und dann würde ich einfach sagen, wir gucken mal rein, was für ein Spiel das ist. Ich bin nämlich wirklich gespannt. Also generell liebe ich ja Point-and-Click-Adventures. Ich mag das Setting, das finde ich, glaube ich, ganz cool. Und das sind drei spielbare Charaktere, sind wahrscheinlich die Dame hier, den Herren in Grün und den Piraten hier, der etwas zünftiger ausschaut. Also von daher gucke ich mal, was mich erwartet. Also ich werde wahrscheinlich die Lady spielen, wenn ich einen aussuchen darf. Ist einfach so. Ich habe schon, egal bei welchem Spiel, wenn es weibliche Charaktere gibt, dann wähle ich die immer. So, dann würde ich sagen, ich klicke mal auf neues Spiel und gucke mal, was passiert. Ist immer noch super laut. Das habe ich schon mir ein bisschen angehört und es ist immer noch laut. Cause it's hard to be killed and be cheated.
Oh, ich mach mal die Kamera aus. F10 hoffentlich. Schein ist gemacht. Schon wieder ein Albtraum, mein armer Liebling? Du machst dir viel zu viele Gedanken, finde ich. Mama Malidai und ihr dunkler Gott sind für immer und ewig unter dem Vulkan gefangen. Flint und du, ihr habt es mit eigenen Augen gesehen. Sie werden nie entkommen. Mag sein, dass du recht hast, aber ich fürchte, dass das keine normalen Träume sind. Vielleicht sollen sie eine Warnung sein. Eine Warnung der Geister, ein schwarzer Priester. Will sie vor uns verbergen. Um jeden Preis. So ein Quatsch. Kein Mann, Priester hin oder her, ist mächtiger als du, Papa Doc. Du machst dir einfach schon wieder viel zu viele Gedanken. Ja, du hast wie immer recht, Simbi. Trotzdem ist der Vulkan viel zu unruhig für meinen Geschmack. Ich bin sicher, dass uns ziemlich viel Ärger auf Wuju Island bevorsteht. Und das sehr bald. Unfassbar, es müsste doch direkt unter ihm sinken. Ja, ich hab Mitleid mit dem armen Beiboot. Ach, Bluebelly, isst nicht wieder alle Bananen, bevor du wieder zurückruderst. Wir hätten auch gern welche, wenn es dir nichts ausmacht. Genau, und die Insel musst du auch stehen lassen. Wir brauchen noch einen Platz zum Anlegen. Ja, ja, sehr lustig, Leute. Immer auf den dicken Koch. Was steht ihr hier rum, Nichtsnutze? Auf eure Posten, verstanden? Ei, ei, Sir. Ei, ei. Ei, ei, Betty. Alle Wachen sind in Position, Captain Greenbeard. Das Schiff von Flint wird uns nicht unbeobachtet passieren können. Seid ihr sicher, dass es heute Nacht sein wird? Ja, ja. Ich habe dafür gesorgt, dass er den Brief gestern bekommen hat. Ja, aber Flints Crew. Werden sie denn auch vollzählig zur Stelle sein? Wir haben ihre Vorräte mit Voodoo-Pulver versetzt. Mindestens die Hälfte sollte zu krank für die Fahrt sein. Du machst dir zu viele Gedanken, Betty. Die Falle ist einfach perfekt. Das Blondchen wird nicht mehr lange an der Macht sein. Die hätten auch Sam nehmen können. Der Typ badet nie. Oder Holzbein Pauli hat sein Bein bei einer Wette verloren, der Idiot. Immer daran denken, dass ich das alles nur für Rosies Zahnspange tue. Alles nur für Rosies Zahnspange. Wo sind die Körbe? Verdammter Mist, ich hab schon wieder die Körbe vergessen. Oh. Seid ihr sicher, dass ihr mit einer Wuju-Hexe gemeinsame Sache machen wollt? Ah, du solltest deine Meinung lieber nicht mehr ändern, Betty. Oder Simbi wird dich opfern und nicht Flint. Nach morgen Nacht werde ich der neue König der Piraten sein, nicht Flint. Vergiss das nicht. Nein, Captain. Ich würde Sie nie in Frage stellen. Ich bin Ihnen ergeben. Treu ergeben. Ach, Captain Jane Starling. Danke für die Infos, Greeny. Ich kann es kaum erwarten, alles Captain Flint zu erzählen. Ach. Ach. Ruder zur Küste! Wer bist du? Was zur Hölle soll das? James Harden, Captain Flints Meisterspionin, stets zu Diensten. Und jetzt Ruder! Ich bin doch nur der Koch. Die wollen mich töten und dich gleich mit, weil du mir hilfst. Sir, Queen Simbi sagte, ihr seid verletzt und braucht Hilfe. Nein, mein Freund, alles okay. Und hör auf mit diesem Sir-Unsinn, Mister. Ich komme wegen deiner Nachricht. Die hat mich regelrecht schockiert. Hat Ishell tatsächlich ihre Macht verloren? Ich bin mir nicht sicher, aber die Insel ist sehr unruhig. Ich hab euch keine Nachricht geschickt. Wenn du es nicht warst, wer dann? Wer dann? Queen Simbi war es, Flint. Es ist eine Falle. Jane! Was zur Hölle machst du denn hier? Nachdem Kate uns verlassen hat, hatte ich eine böse Vorahnung über Greenbeard. Und ich hatte recht. Ich habe mich auf seinem Schiff versteckt und gehört, dass er und eine Wuju-Hexe dich opfern wollen. Mehr konnte ich nicht verstehen. Das ist unmöglich, Jane. Der alte Greeny war mir stets treu ergeben. Hast du Beweise dafür? Was war das? Ich fürchte, das war der Beweis.
diesen Verrat wird Greenbeard zusammen mit dem alten Roger in der Hölle schmoren. Nein, Captain Flint, es werdet ihr sein, der mit Roger in der Hölle schmort, wenn ich mit euch fertig bin. Außerdem brauche ich Greenbeard noch. Wer sonst sollte meine Piratenflotte befehligen, wenn ihr doch bald fort seid? Fasst sie! Was zum Teufel? Hallo? Szenenwechsel. Was? Was ist mit uns passiert? Ich leuchte und ich bin durchsichtig. Was zum Teufel? Ja, sehr komisch. Na, immerhin leuchte ich nicht rosa. Verflucht sei Queen Simbi. Ich hätte es wissen müssen. Ah, ja, wir sind Seelen ohne Körper oder wie ihr es nennen würdet, Geister. Aber dann sind wir ja... Tot? Nein, nicht ganz. Noch nicht zumindest. Noch nicht? Egal. Wir müssen jetzt Captain Flint befreien. Warte, Vibe. Ich habe einen Plan. Hör ihn dir erst an, bevor du wegläufst. Du suchst uns ein Schiff oder irgendetwas, womit wir von Wuju Island fliehen können. Du, wie ist dein Name? Mein echter Name ist irgendwie bescheuert. Nenn mich einfach Bluebelly. Wirklich? Warum? Können wir seinen Namen später besprechen? Ei, Bluebelly, du gehst unsere Körper suchen und bringst sie zum großen Tempel. Wartet, da kommt jemand. Queen Simbi wurde um Mitternacht geboren. Sie kann also Geister sehen. Verhaltet euch ruhig und passt auf, dass sie euch nicht sieht. Achso, da sind unsere Körper, okay. Das ist der Ort, an den du gehen musst, mein dicker Freund. Hey! Verhalte dich ruhig, dann kann sie dich weder hören noch sehen. Es wäre ziemlich dumm, wenn wir drei allein versuchen würden, Captain Flint zu retten. Wir müssen Hilfe von außerhalb holen. So viel Zeit sollte uns bleiben. Ihr müsst wissen, dass die Magie, mit der ich uns gerettet habe, uns miteinander verbunden hat. Solange wir Geister sind, können wir hören, was die anderen sagen, durch die Augen der anderen sehen und uns manchmal sogar gegenseitig steuern. Denkt daran. Und was wirst du tun? Ich muss einen Weg finden, wie ich in meinen eigenen Tempel einbrechen kann. Simbi und ich haben den Tempel gut geschützt, um böse Loas und Geister abzuhalten. Ah, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal einer von ihnen sein würde. Lasst uns loslegen. Dies ist die erste Hürde, eine dichte Reihe aus schützenden Steinen. Ich kann ihre magische Kraft nicht überwinden. Das Salz hingegen. Au! Ich kann nicht in seine Nähe kommen oder es gar berühren. Ich muss einen anderen Weg finden, es zu entfernen, bevor ich eintreten kann. Okay, ich glaube, jetzt können wir spielen. Also erstmal funktioniert diese Salzbarriere, können wir als Geist nicht rüber. Das weiß ich mittlerweile von Supernatural sehr gut. Dann sind wir jetzt Geister. Das ist an sich eine coole Sache. Würde auch den Titel erklären des Spiels. Aber was ist das? Was ist das hier? Warum wuppelt das so? Warum gibt es ihn zweimal? Das irritiert mich. Das war gerade auch schon so. Und zwar, dass sogar drei, dass er dreimal dort stand. Jeweils in Geistform. Und die wuppelten alle. Deswegen bin ich gar nicht durch die Szene richtig durchgestiegen. Ich weiß nicht. Ich hoffe, das ist doch ein Grafikbug. Das kann man doch... Und so nochmal zu sehen. Super. Hier und hier. Yeah, ich habe drei Charaktere. Das sind die drei spielbaren Charaktere. Okay, das irritiert ein bisschen. Ich muss mal gucken, ob das nochmal irgendwie von selbst löst. Oder ob das sehr störend ist. Sonst muss ich das nochmal schauen, woran es liegt. Oh, Hühners. Oh mein Gott. Okay, nee, das... ja, das funktioniert nur bedingt, würde ich sagen, wenn es die ganze Zeit so rumwubbelt. Was ist denn das für ein seltsamer Bug? Mann, jetzt will ich spielen, jetzt funktioniert es nicht. Okay. Ich habe ehrlich keine Ahnung. Ich kann halt... Weiß nicht, was das hier ist. Und die sind erst nach Neustadt aktiv. Tja, das ist nicht so schön, muss ich sagen. Jetzt habe ich da so eine wuppelnde Geistergestalt.
Nee, das funktioniert so nicht. Nee, da kann man so ja nicht spielen. Sonst Size. Oh Mann, oh. Okay. Die Musik ist cool übrigens. Mir hat die Intro-Musik auch gefallen. Gut, okay. Nee, das hat ja so keinen Zweck. So kann man ja nicht spielen. Das ist irritierend als alles andere. Sieht auch nicht gut aus. Okay, ich würde gucken, dass ich nochmal eine Problemlösung... nochmal eine Lösung dafür finde, was hier passiert. Und dann komme ich gleich zurück, sobald ich das gefixt habe. Scheiße. Okay. Ich mache das nochmal in Ordnung und dann hoffe ich, dass wir gleich die Hühner in voller Pracht betrachten können. Also bis gleich hoffentlich. So, und da bin ich wieder. Hier auf Wuju Island mit meinem Geisterpiraten. Bobok? Ja, es sollte jetzt nicht mehr wabern. Also tatsächlich war dieser Dreierschatten, also der ist wirklich vorhanden. Das sieht man jetzt hier an seinem Körper, dass es um ihn herum wabert, soll ihn einfach geisterhafter erscheinen. Also irgendwie waren diese Grafiken so irrsinnig weit verschoben. Ich habe das jetzt mit einem Vollbildmodus doch gelöst. Also man konnte doch einen Vollbildmodus einstellen und der sollte das Ganze hoffentlich gefixt haben. Ja, das heißt, jetzt kann ich ganz normal was spielen. Bobok? Bobok? Hallo? Diese Nägel sind verrostet. Ups. Ist unfassbar. Was kann ich denn? Die Hühner spenden freiwillig alle 8 Wochen Blut. Das ist aber nett von den Hühnern. Wie kann ich denn. Kann ich. Ist gut, dass es ein Tutorial gibt, wo ich genau weiß, was ich. Bobok? So? Achso. Und dann habe ich Hühnerstallzaun reparieren. Hühnerstallzaun sprechen. Hühnerstallzaun untersuchen. Ja, das repariere ich morgen. Na gut. Okay. Ich hoffe, dass uns jetzt hier nichts flöten geht an Grafik. Die Hühner spenden freiwillig alle 8 Wochen Blut. Das hast du mir schon gesagt. Können wir die mitnehmen? Nein, ich will... Hallo? Ich will das Huhn. Huhn? Da. Nein, sie würden zu laut kreischen. Simbi könnte es hören. Sie hat ihre Spione überall. Bobok? Bobok? Und, warte mal, hallo Huhn. Warte mal. Jetzt kann ich den nicht mehr anwählen, weil es... Da. Untersuchen? Sprechen. Ruhig, meine Kleinen. Wir müssen unsere Seelen wieder mit unseren Körpern vereinen, bevor der dritte Hahn kräht. Okay, Bobok, was haben wir da? Sack mit Hühnerfutter. Können wir das nehmen? Oder berühren? Verstehe. Was? Was? Hä? Was ist da passiert? Diese Nägel sind verrostet. Oh. Ich wollte doch gerne an das Hühnerfutter. Habe ich jetzt. Ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt ein Inventar? Muss ich eben... 2 der Pfosten sind lose. Eines Tages werde ich tot sein und die Akademie wird mit mir den Bach runtergehen. Ich bin gerade mit der Steuerung noch etwas überfordert. Das Hühnerfutter kann ich jetzt nicht mehr anfassen. Weiß nicht, ob ich das jetzt im Inventar habe. Habe ich hier sonst noch irgendwas? Man kann den Hühnerstall irgendwie auch noch irgendwas mitmachen. Muss mal gucken. Hier Regenwasserablauf. Oh, geh doch da nur hin. Ein Regenwasserablauf, der dafür sorgt, dass die Hühner nicht ertrinken. Bei Regen kühlt das Wasser die Lava ab, sodass eine kleine Landverbindung entsteht. Eine interessante Sache. Tatsächlich. Bobok? Das ist das ganze Ding hier, denke ich mal. Ich dachte, deswegen geht er nicht weiter, aber ich glaube, das ist das Teil. Ansonsten, Voodoo-Tempel. Ich finde das lustig, dass wir jetzt überall durchlaufen können. Mein Voodoo-Tempel, auf der anderen Seite der Lava. Jeder Wächter hat den Tempel weiter ausgebaut. Erst war es nur eine Baracke, dann ein Schrein und heute eine Akademie. Ich darf sie nicht enttäuschen. Okay, das ist ja nice. Tatsächlich mag ich seine Stimme total gerne. Loser Pfosten. Den kann ich aber nicht mitnehmen, ne? Doch. Los, ihr seid frei. Bobok. Aus dem Gefängnis ihres unterdrückten Geistes kann ich sie weniger leicht befreien. Sie wollen gar nicht raus.